So, Dele, my lovelies. Holen wir uns gleich mal die Energien ab. Um wen oder was geht es? Gleich mal gucken hier. Die Einsamkeit, das Alleinsein. Ich hole mir jetzt erstmal die ganze Reihe ab und ich gucke schon mal nach klärenden Tarotkarten, welche mit möchten. Nee, ich warte noch ab. Wir gucken erstmal. Der eigene Wille, der freie Wille, die Entscheidungskraft. Dann haben wir noch die Kommunikation. Die großen Träume, das Commitment. Ich glaube, das passt soweit. Nein, ich will sie nicht zeigen. Ich will sie nicht zeigen. Guck dir das an hier. Die Geduld. Was haben wir für eine Zeitqualität? Dreht sich gerade alles um die Geduld? Dreht sich alles darum, auf irgendwen, auf irgendwas zu warten? Ist hier irgendwie ein Stillstand allgemein in dieser Zeitqualität? Was ist das? Also, eine Sache muss ich ja sagen. Was ich zurzeit extremst mitbekomme oder ganz stark, ich persönlich bin tatsächlich momentan extrem geduldig. Das kenne ich gar nicht von mir. Ja, wenn ich mir irgendwas vornehme oder wenn ich irgendwas machen will, haben will oder sonstiges, dann setze ich eigentlich alles daran, das zu bekommen, das zu erreichen oder mich auf den Weg dorthin zu begeben oder sonst irgendeine Art und Weise. Und aktuell bin ich aber so, wo ich Dinge sehe oder Situationen oder irgendwelche Ereignisse, wo ich mir dann denke, okay, ist gerade nicht die richtige Zeit. Ich lasse das erstmal entwickeln. Total komisch. Wie gesagt, ich kenne es nicht von mir persönlich. Vielleicht geht es euch gerade genauso in gewissen Situationen. Vielleicht ist es einfach die aktuelle Zeitqualität, wo wir uns nicht nur in Geduld üben müssen, sondern vielleicht ist alles gerade etwas langsamer oder wir bereiten uns vor für irgendwas auf den richtigen Zeitpunkt. Interessant. Interessant, interessant. Wo sind Sie? Ah, hier. Ich hatte gerade schon das passende Tarot-Deck im Kopf. So, einmal durchmischeln, wenn ich sie nicht fallen lasse. Gut. Die Dinge so sein lassen. Gucken wir mal, was sich hier zeigt. Also, wir haben hier zum einen die 5 der Stäbe und die 9 der Schwerter. Hier heißt es, jemand darf sich hier in den Rückzug begeben, beziehungsweise jemand ist vielleicht gerade im Rückzug und der Grund wäre dann hierbei quasi gewisse Konflikte, gewisse Herausforderungen, gewisse Ängste und Sorgen, albtraumhafte Situationen. Ja, also jetzt gerade, wenn irgendwelche Sorgen und Ängste akut sind, wenn sich im Außen, im Familienumfeld oder im beruflichen Umfeld vielleicht irgendwelche Themen zeigen, irgendwelche Herausforderungen und Prüfungen. Da zieht sich hier jemand gerade zurück. Ja, falls du derjenige bist, kann es hier ein Hinweis sein, dass du vielleicht ein bisschen zurücktreten solltest, dich ein bisschen in die Einsamkeit begeben solltest, um diese Themen in dir zu heilen bzw. gewisse Antworten dafür zu erhalten, ja, je nachdem, was da gerade los ist. Mir scheint es nämlich auch, dass genau das der Fall ist. Also ich habe gerade davon gesprochen, die Antworten sind ja in uns drin. Manchmal hören wir sie nicht, manchmal erkennen wir sie nicht, weil alles
um uns herum gerade zu laut ist. Ja, ich sage nur Alltag. Ich sage nur Alltag. Manchmal ist der Alltag so laut und so fordernd, dass wir zwar immer wieder neue Fragen stellen und vielleicht auch immer wieder die gleichen Fragen stellen, aber wir hören die Antwort nicht. Obwohl die Antwort ja uns immer gleich direkt gegeben wird. Ja, je nachdem. Gucken wir mal weiter. Als nächstes bekommen wir den Ritter der Stäbe. Die Lösungsfindung, eigene Entscheidungen treffen. Eventuell auch durch gewisse Nachrichten im Außen, gewisse Botschafter, die auf uns zukommen. Ja, das können irgendwelche wildfremden Leute sein, irgendwelche Liedtexte im Radio, irgendwelche Bekannten, Verwandten oder so, die uns irgendeine Botschaft überbringen, irgendeine Nachricht, die uns irgendeinen Tipp geben. Das muss nicht mal auf der bewussten Ebene ablaufen, aber es sind Stimmen, es sind Nachrichten und Botschaften, die dringen in unser Feld ein. Und wir wissen dann ganz genau, ach, das war die Information, die ich gebraucht habe. Also, jemand geht hier in die Aktion. Sagen wir es mal so, ich hatte gerade das Wort Verantwortung im Kopf, also das war eigentlich das, was ich aussprechen wollte. Aber hier geht es nicht im Speziellen um die Verantwortung, sondern, ja auch natürlich, ist Teil davon. Aber es dreht sich hauptsächlich darum, in die Aktion wieder zu gehen, nach diesem Rückzug, wenn man hier etwas schon bewältigt hat, aufzustehen und seinen Weg weiterzugehen oder einen neuen Weg zu beschreiten, je nachdem. Wo möchte ich hin? Wer möchte ich sein? Wohin führt mich mein Weg? Und dieser Ritter der Stäbe ist quasi diese Aktionskarte, die hier sagt so, bam, ich sattel jetzt mein Pferd auf und ich reite los. Vielleicht weiß ich noch gar nicht wohin, in welche Richtung. Aber Schritt für Schritt bewege ich mich auf mein Ziel zu. Was bekommen wir für die Kommunikation? Ah, die 8 der Kelche. Ein neues Level, ein neues Level. Wir haben hier jemanden, der, es kann hier wirklich sein, ihr Lieben, dass jemand gerade oder plötzlich komplett anders spricht, komplett anders kommuniziert. Kommunikation kann natürlich auch nonverbal stattfinden, ihr Lieben, ganz klar. Also es kann sein, dass ihr es mit einem Menschen zu tun habt oder mit mehreren Menschen, die plötzlich anders mit euch kommunizieren, anders mit euch umgehen oder quasi umgekehrt. Hier ist Entwicklung geschehen, hier ist Wachstum geschehen. Okay, oh mein Gott, bin ich blind. Oh. Unglaublich, oder? Ja, ich sag ja, manchmal ist der Alltag so laut. Diese Geduldszeitqualität dient der Entwicklung, dient dem Fortschritt. Ja, klar, immer irgendwo, ja, es ist immer irgendwas in Entwicklung, irgendwas bildet sich weiter oder schreitet voran. Ja, aber jetzt aktuell, wenn du dieses Video siehst, falls es hier für dich bestimmt ist, falls du damit in Resonanz gehst, ist die Botschaft für dich, mach dir keine Sorgen, so wie es gerade ist, selbst wenn hier aktuell noch jemand im Rückzug ist, auf Distanz ist, hier geht was voran, hier entwickelt sich gerade so, so viel. Wir gehen jetzt gerade hier von der Kommunikation Richtung große Träume, Richtung Zukunft. Ja? Wir gucken jetzt hier, was wir weiter als Klärung bekommen. Es ist so schön, weil es gibt Situationen im Leben, da sieht man oder erkennt man, was man hat, man erkennt, was da ist, aber man weiß auch, das, was jetzt da ist, ist noch nicht alles.
Und auch wenn hier irgendwelche, sage ich jetzt mal, schlimmeren Situationen eingetroffen sind, dann ist es der Punkt, dass man wieder aufsteht. Aufsteht und vorangeht, weitergeht, sich wieder eingliedert in dieses Energiefeld, um voranzugehen. Das ist so eine durchgreifende Energie, ihr Lieben. Das ist einfach nur, es ist göttlich. Ui, ui, ui. Gleich drei Karten hier für die großen Träume. Die sieben der Kelche, die zehn der Kelche und die Königin der Schwerter. Das ist deine Energie. Boah, alles, was hier, ich sage jetzt mal, in der Täuschung war oder in der Illusion bezüglich der Fülle, bezüglich der Überfülle, diesem gegenüber. Ja, wir haben hier Minimum zwei Personen involviert, also deine Energie und die Energie eines Gegenübers. Wenn es sich hier natürlich um eine Familienthematik handelt, was auch sehr gut sein kann, dann sind hierbei natürlich mehrere Personen involviert. Ja, aber wie gesagt, spürt euch da bitte selbst rein. Auf jeden Fall haben wir hier eine große Anzahl an verschiedenster Erkenntnissen. Und auch deine Energie, die hier zeigt, das, was ich bisher hatte, das, was bisher war, das ist nicht mehr dienlich für meinen weiteren Lebensweg. Ich habe hier die Energie eines Gegenübers, das zu dir hinaufblickt und diese starke und knallharte, vielleicht auch teilweise Energie wahrnimmt, diese Entscheidungskraft, diese Souveränität, diese Klarheit und natürlich auch diese Selbstsicherheit. Ja, sowas ist ansteckend. Sowas ist extrem ansteckend. Und du darfst dich hier nicht wundern, wenn jemand in deinem Umfeld auf dich zukommt und sagt, hey, weißt du was? Ich habe jetzt diese oder jene Entscheidung getroffen. Aber nicht einfach nur so, sondern ich habe dich angeguckt und du hast mir Mut gemacht. Vielleicht weißt du gar nichts davon, aber du hast mich bestärkt auf meinem Weg. Und das ist deine Kraft hier, diese Königin der Schwerter. Auf meinem Tisch gerade, die schwelgt in Selbstsicherheit. Das ist ein Energiefeld, das sie umgibt, durchdringt. Mega kraftvoll. Krass. So. Kommen wir zu diesem Commitment. Diese einander haltenden Hände, das Ja-Wort zu irgendwem, zu irgendwas. Wieso bleibe ich die ganze Zeit an meinen Karten hängen? Die Neun der Stäbe. Die alten Geister, die alten Wunden. Ich sag ja, die Neun der Stäbe ist nicht grundsätzlich eine schlechte Karte, eine schlimme Karte, eine negative Karte. Überhaupt nicht. Aber was hier geschieht, ist, ich erkenne an, ich erkenne alles an, was ist. Und so wie es sein soll, so wird es geschehen. Sämtliche alten Themen, alte Schwierigkeiten, Ängste, Sorgen, die Geister aus der Vergangenheit, das durchläuft hier gerade einen Reinigungsprozess. Und durch dieses Ja, Ja zu mir selbst in erster Linie und dann nachfolgend das Ja zum Gegenüber, also das Ja zu den Themen und zu der aktuellen Situation des Gegenübers. Wenn ihr zum Beispiel dein Gegenüber,
So, jetzt sitze ich richtig. Wenn ihr dein Gegenüber gerade stark zu kämpfen hat mit irgendwem oder mit irgendwas und vielleicht teilweise auch dich in irgendeiner Form nervt oder anstrengend ist, schwierig ist für dich, dann ist das hier auch das Ja zu seiner oder ihrer Situation, die alles wieder ins Fließen bringt. Und unter dem Deck haben wir für die Geduld haben wir die 8 der Schwerter. Die 8 der Schwerter auch hier nochmal in diese Ruheposition innerhalb der Geduld. Und ja, die 8 der Schwerter, die sind nicht wirklich eine tolle Energie im Normalfall. Aber innerhalb dieser Energie ist es ein... Okay, Dankeschön. Die Ruhe vor dem Sturm. Hier kommt in der nächsten Zeit ganz, ganz viel Bewegung rein. Ganz viel Veränderung, ganz viel Aktion. Es ist so, und spürt euch bitte mal rein, beobachtet mal euer Umfeld, beobachtet mal gerade alle Situationen und Themen, die in euch sind und euch umgeben. Alles ist irgendwie in so einer Wackelpudding-Konsistenz. Alles ist in Vibration. Du kannst es vielleicht noch nicht beschreiben. Vielleicht kannst du so die kleinen, feinen Unterschiede noch nicht ausmachen. Aber es ist vielleicht auch hier irgendwo oder hier und da eine gewisse Unruhe, die auf etwas aufmerksam machen möchte. Dieses Brodeln im Inneren, dieses, kennt ihr das so? Ich weiß, irgendwas passiert. Ich weiß, irgendwas kommt auf mich zu oder irgendwas verändert sich. Und dann, zack, bumm, ein paar Stunden oder ein paar Tage später trifft was ein. Und wir müssen nicht mal wissen, um was es geht. Aber hier passiert was. Ich beobachte das zum Beispiel bei Cookie ganz oft, wenn der irgendwie nervös wird oder so. Ich gucke als erstes auf den Wetterbericht. Ja? Und wenn es dann heißt, so ja, hier nachher Wind und Sturm und Donnergewitter und was weiß ich, dann gucke ich nur meinen Cookie an und denke mir so, ja, du bist einfach der coolste Wetterfrosch. Also wenn es um schlechtes Wetter geht, ja. Das ist die Tiere, die spüren auch schon diese elektromagnetische Spannung, diese Vibration im Feld und reagieren darauf. Also ich meine, klar, ein Gewitter ist jetzt für meinen Hund der absolute Horror. Wir sprechen hier nicht von einer Horrorsituation, sondern von einer großen und weiterbringenden und weiterführenden Energie. Es kann auch sehr gut sein, dass du hier gerade stark, stark zu kämpfen hast mit einem Gegenüber, weil dieser Mensch spürt, dass irgendwas vor sich geht, aber das nicht wirklich benennen kann. Ja, jetzt stell dir mal vor, ich meine, wenn du jetzt irgendwie spirituell arbeitest, ja, und mit dieser Thematik, mit dieser Energie auch konfrontiert bist oder zu tun hast oder auch Erfahrung darin hast, selbst wir schlafen zwischendurch, ja, und erkennen diese Energie nicht als das, was sie ist. Kommt zwischendurch vor, ja, kann alles sein. Ich sag nur Alltag. Genau, also wunder dich nicht, falls es bei einem Gegenüber in deinem Leben gerade drunter und drüber geht und der dich vielleicht zeitweise wirklich so richtig nervt oder so mit seiner Art und Weise. Warte ab, ich habe das Gefühl, hier kommt was Großes. Ohne Witz. Ich muss jetzt da kurz noch ein bisschen nachhaken. Ich kann nicht anders. Lasst uns hier mal ein Stück vorausschauen. So. Was haben wir hier? Also, es geht um Fantasievorstellungen. Es geht um den
Schurken, es geht um das Festhalten, es geht um die Angst, es geht um die Heilung dieser Themen. Und unter dem Deck haben wir die 22, ein Traum wird wahr. Das ist doch hammermäßig, oder? Das sind vier Themen, die hier geheilt werden, die hier verarbeitet werden. Wir haben die großen Träume, ja. Okay, Moment, ich muss das kurz auf die Seite legen. Ich muss das hier nochmal zur Wiederholung aufnehmen. Also, hallo. So, nochmal kurz zurück zu den großen Träumen. Dafür haben wir hier die Energie der Königin der Schwerter. Ja? Die absolute Klarheit, Deutlichkeit, Souveränität, Selbstsicherheit, die Selbstsicherheit. Danke, jetzt wollte mir dieses Wort nicht einfallen. Diese strotzende Energie, diese kraftvolle Energie der Selbstsicherheit, das macht so viel. Also wenn du es hier mit einem Gegenüber zu tun hast, der gerade mit diesen Themen zu kämpfen hat, ja, muss natürlich nicht sein. Es kann auch sein, dass es deine eigenen Themen sind. Hier irgendwelche Fantasievorstellungen, dass man sich lieber in einer Traumwelt aufhält, als die Realität, sich mit der Realität zu konfrontieren. Oder gewisse Hinterlistigkeiten, die man in sich trägt, die man ausübt vielleicht in irgendwelchen Situationen in Bezug auf irgendwelche anderen Personen. Das Festhalten an irgendwem oder irgendwas, ja, auch vielleicht das Festhalten der Komfortzone, der aktuellen Situationen und des aktuellen Umfeldes, obwohl hier ein Umbruch einfach geschehen möchte. Oder gewisse Ängste, ja, Ängste in Bezug auf irgendwas. Jeder hat hier andere und unterschiedliche Ängste. Und das hier kommt alles in die, hier ist sie, in die Heilung, weil hier jemand so in seine Selbstsicherheit gekommen ist, beziehungsweise wenn wir hier eine Seelenverbindung haben und du bist jetzt in deiner Selbstsicherheit, dann überträgst du das automatisch auf dein Gegenüber. Wie ich vorhin schon gesagt habe, vielleicht kommt dieses Gegenüber auf dich zu und sagt, hey, du wirst es wahrscheinlich nicht wissen, aber danke, dass du mir geholfen hast. Nur durch deine Präsenz, nur durch deine Existenz, nur durch die Energie, die du ausstrahlst. Du hast mich weitergebracht auf diesem Weg, ja. Natürlich, auch wenn dieser Mensch selber sich weitergebracht hat und so. Aber es ist so diese, vielleicht warst du seine Muse oder so. Es ist einfach so unheimlich schön zu erkennen, was man bewirken kann. Ja, man muss nicht mal unbedingt viel tun. Du kennst es sicherlich von dir persönlich auch. Manchmal begegnest du irgendwelchen Menschen oder triffst alte Bekannte und du fühlst dich danach wie neu geboren. Weil die Energie dieser anderen Person dich in irgendeiner Form aufgefüllt hat, erlöst hat von irgendetwas, inspiriert hat oder dergleichen. Hier können Träume wahr werden. Ich habe gesagt, die Ruhe vor dem Sturm. Hier kommt was ganz Großes. Das ist ein Umkehren der negativen Energien. Natürlich, ihr Lieben, sowas geschieht nicht einfach so von heute auf morgen, so Hokus Pokus Fidibus. Nein, hier wurde im Vorfeld natürlich schon daran und damit gearbeitet. Ja, also ganz klar. Aber das, was hier kommt, ich muss gerade überlegen, hängt es in irgendeiner Form mit der letzten Mondenergie zusammen? Da müsste ich fast mal nachschauen. Lasst uns noch zwei Seelenbotschaften ziehen, einmal eine persönliche Seelenbotschaft, ja, falls es hier bei dir kein Gegenüber gibt und es ist alles hier deine Energie, beziehungsweise,
Also, das, sorry, das habe ich jetzt total bescheuert gesagt, weil irgendwie irgendwo gibt es immer ein Gegenüber, selbst wenn wir uns selbst gegenüberstehen, ja. Aber vielleicht ist es ja, vielleicht betreffen diese Themen, die wir jetzt angesprochen haben, dich persönlich. Und dafür holen wir uns jetzt erstmal eine Seelenbotschaft für dich ab. Oh mein Gott, guck dir das an. Guck dir das an, die 39. Die Zeit von Demut und Reue endet. Vergib dir und beginne dich so zu lieben, wie du bist. Was auch immer hier gerade geschieht, was auch immer die Ursache dafür war, für diese Energien, was auch immer hier im Vorfeld passiert ist, lass das auf dich wirken. Dieses Bild, diese Farben. Diese Worte, es ist großartig. So, und dann noch unter dem Deck die zwei. Folge dem Weg deiner Seele und lasse dich von nichts und niemandem aufhalten. Was soll ich noch dazu sagen? Ha? Was soll ich noch dazu sagen? Gigantisch. Mega, mega krass. Ach, schön, ihr Lieben. Ich freue mich unheimlich, weil das ist die Energie, die wir brauchen. Ja. So. Da plumpsen sie raus. Nee, nee, nee. Ach. Ich krieg die Krise. Okay, nehmen wir das Blödste gleich vorweg, dann haben wir es hinter uns hier. Wenn du jetzt hier schaust, in Bezug auf ein Gegenüber, vielleicht sogar in liebestechnischen Dingen, wer weiß, wir haben die Karte abwarten, ja, die Liebesbotschaft abwarten. Überstürze nichts, lass die Dinge ihren Lauf nehmen, ja. Die Liebe Geduld, die Liebe Geduld. Jemand steckt hier vielleicht noch irgendwo fest, jemand ist hier noch gefangen, wird aber bald aufstehen, ja. Also abwarten hier. Nehmen wir noch die Karte unterm Deck dazu. Das ist nämlich die zweite blöde Karte, die ich hier so gerade ziemlich blöd verurteile. Aber es ist, wie es ist. Allein die Zeit wird es zeigen. Doppelgeduld. Die doppelte langsame Zeitqualität. Yay. Gut, es ist, wie es ist. Und alles hat seinen Sinn und Zweck. Göttliches Timing ist göttliches Timing. Dann haben wir noch den Hinweis auf das Vertrauen. Um etwas verändern zu können, muss man es zuerst akzeptieren. Hier laufen noch Prozesse ab bei deinem Gegenüber. Vertraue, wenn das hier dein Reading ist, vertraue, dass alles hier eine positive Wendung nehmen wird. Und als letzte Karte haben wir die Verspieltheit. Lachen ist die beste Therapie auf Erden. Vergnügt euch miteinander, vergesst nicht, Liebe ist der beste Heiler. Wie kommen wir durch eine dunkle Zeit, durch all diese Themen, ja, die Beispielthemen, die hier gefallen sind, mit Humor, durch Lockerheit und mit ganz, ganz viel Liebe füreinander, zueinander. In diesem Sinne, my Lovelies, alles Liebe, bis zum nächsten Mal.